Weil wir brauchen den ja nicht auf dem Ding draufstehen zu haben. Ja, genau. Wir können den jetzt hier draufpacken und der muss ja wegkommen. Das heißt, jetzt öffnet sich das. Wir können den gleich nehmen. Der verschwindet. Das wird gelb. Und dann haben wir es. Bisschen verwirrend, aber die Idee war auch gar nicht so schlecht. By now, you hopefully understand the concept of cause and effect and how cubes behave in different timelines. Now, let's move on to something more interesting. Wenn wir erst die Porte ganz selber haben, dann wird das noch spiciger. Los, Wurzeln. Ah, ja, ja, okay, aber cool auf jeden Fall bisher. Ist sogar noch machbar. Richtig gut. And now, for the moment you've been waiting for, Aperture Science proudly presents the Triple Portal Device. Oh, shit. Crazy, let's go. Go on. This marvelous device will allow you to place three different portals. For now, however, to introduce you to the concept of portals in different timelines, the time portals will be placed for you. Mittleres Mausrad geht schon mal nicht. Achso, vielleicht nur hier? Ja, vielleicht ist ja auch egal, vielleicht erklärt das gleich. Sind das eigentlich genau die gleichen Level? Ja, ne? Das ist glaube ich genau das Level. Aber die Portals sehen doch viel glänzender aus als früher, oder? Wait, bin ich jetzt zurück zum Anfang gegangen? Wo kommt das jetzt her? What? Wait. Oh no. Da muss ich irgendwie reinspringen. Oder was? Nee, ich muss da einfach A portal setzen, placed in the present will appear on the same surface in the future. Crazy. A portal placed in the future will not override its existing location in the present. Oh mein Gott, okay. Was? Das ist ja noch mehr Brainfuck. Also ist jetzt nochmal dieses Würfelprinzip auch auf Portale angewandt, dass ich die nicht... Oh no! Ach du Scheiße! Okay. Thinking in four dimensions means not only knowing where to place your portals, but also when. Oh mein Gott. Geil. Einfach geil. Das hat mich auf jeden Fall gerade hart erwischt. Ich weiß noch, hier bin ich früher auch immer reingegangen. Dachte ich auch, oh, fancy. Und dann spielen wir zurück die Schach. Das wird dann, glaube ich, gar nicht mal mehr so schlimm werden, du. Wird dann ganz okay. Oha, what? Nein. Okay. Please, ignore that. The decay of this facility over the past 20 years may have caused the destruction of some portal surfaces. Try to find a way around this. Oh man. Ach, kann man das gar nicht selber schießen? Ja, das macht ja keinen Sinn, oder? Dann wird es ja kein drittes. Nee, das ist wahrscheinlich nur wegen dem Intro. Okay, was machen wir hier? What? Ach so. Ach, das setzt einfach das Portal neu, ne? Ja, okay. Eieiei, Leute. Kann ich hier durchschießen eigentlich? Ne, das geht nicht. Okay. Ah ja, okay. Ich muss ganz durch sein. Okay, da ein Portal und dann... Das ist jetzt da in der alten Welt.
Ah ne, oder dahinter? Ach, ich hab keine Ahnung. Da wollen wir hin. Aber da müssen wir in der anderen Welt hin, ne? Achso, und hier ist keine Möglichkeit. Das heißt, wir müssen da hinten hin. Wir müssen dahin in der anderen Welt. Wir müssen auf jeden Fall das hier aktivieren. Dann, da wollen wir hin. Okay. Hier kommen wir nirgendwo hin. Aber du kannst mit einem normalen Portal nicht von der Gegenwart in die Zukunft. Wir können doch nicht von der Zukunft in die Vergangenheit. Leute! What the fuck? Keine Ahnung. Wir haben schon 4 Dimensionen. Hört auf, von 3 Zeitformen zu reden. Oh mein Gott, ich bin so durcheinander. Oha, ich habe mich hier durchgesneakt. Achso, das bringt ja gar nicht. Ja, so geil, ich check ihn mal auf. Ne, also genau, das geht auf jeden Fall, glaube ich, nicht. Oder doch? Ne, doch, muss man ja. Doch, man kann das, glaube ich. Dadurch, dass das eine Portal ja bleibt, kann man schon Zeit reisen. Ja, doch, das müsste gehen, weil sonst wäre das ja. Macht das ja eigentlich keinen Sinn. Aber jetzt habe ich hier gar keine Möglichkeit, halt ein Portal zu platzieren. Achso, aber in der anderen Welt, ne? Warte mal, hier kann ich ja... Ach doch, guck mal, genau, wie ihr gesagt habt, ich kann das jetzt hier schießen. Okay. Oder geht das nur mit einem orangenen? Da ist blau und da ist blau. Achso, und das ist das. Oh ja, klar, okay. Ach, da geht's auch. Oh. Bringt das überhaupt was? Das ist zu gut. Ich find's schön, dass wir alle so leiden. Ah. Ich weiß nicht, was es bringt, aber. Not like this. Ach du Scheiße. Das brennt übel auf der großen. Da kommt Jofo sogar. Na, Jofo hilft uns. Auch wenn es nur der Jofo Emote ist. Ach, guck mal, wir haben hier doch keine Wand. Außer das. Das heißt, eigentlich müssen wir doch was in dieser Welt hier machen. Jetzt haben wir da. Da können wir halt nicht durch, weil dann resetten sich ja die Portale. Ja, wenn ich hier durchgehe, sind die Portale weg. Das ist das Problem. Das heißt, eigentlich müssen wir es wieder hier hinschaffen. Aber da ist ja das Problem, dass das kaputt ist. Ah, oh, oh, scheiße. Ich dachte gerade, ah ja, easy, aber ich kann da nicht hochfliegen oder so. Okay, und wenn ich jetzt hier durchgehe und das blaue Portal hier schieße... Dann tut sich da auch nichts. Na gut, dann kann ich das so, das bringt ja auch nichts. Es wird nicht besser, Leute. Jetzt haben wir 4 Portale. Okay, wenn ich das nochmal aktiviere, passiert auch nichts. Hä? Alter 4, Leute, alter 4. Nochmal neu. Vielleicht haben wir irgendwas falsch gemacht. Ich habe keine Ahnung. Please ignore that. The decay of this facility okay. Over the past 20 years may have caused the destruction of some portal surfaces. Try to find a way around this. Okay, Time Portal only. Da können wir eh nichts anderes machen. So, jetzt besteht das. Wir können hier Portale machen.
So. Und da würden wir die jetzt theoretisch sehen. Das bringt uns aber nichts. Es würde uns ja eigentlich auch gar nichts bringen, da hinzukommen. Weil da ist ja eh zu. Also bringt das gar nichts. Oder kann ich irgendwie... Doch, ich glaube, man muss vielleicht dann später Schwung holen, wie auch immer. Und muss dann von hier nach da fliegen. Geht das vielleicht? Ich habe keine Ahnung, aber... Tja, okay, das geht nicht. Weil hier ein Portal setzen. Blau. Orange. Auch nicht. Ich habe gerade überlegt, aber man kann ja diese Portale nicht dahin setzen, dass man das halt so trickst, dass man hier den Schalter irgendwie dann da... Aber geht ja nicht. Also alles Müll. Wieso sehe ich denn auch gar keine Option? Vielleicht übersehen wir irgendwelche weißen Flächen. Ich kann mir das gerade nicht vorstellen. Hier können wir auch nicht viel machen. Wenn wir hier durchgehen, dann resetten sich ja die Portale. Oh, crazy, ey. Was ist das? Okay, ich dachte schon. Was? Links neben dem Schalter. Die da, oder was? Die Frage ist, bringt es halt irgendwas, hier durchzuspringen? Oh, wait! Ist das jetzt in die andere Welt? Ich bin so verwirrt. Nee, okay. Was meinst du mit Anziehen? Warum verstehe ich das nicht? Was meinst du damit? Oder Einziehen oder was? Hä? Also irgendwas muss ja damit möglich sein. Okay, einziehen. Und ich kann ja hier irgendwie dahin. Weil ja mit blau. Links neben dem Schalter. Hast du das Portal gerade genutzt? Kannst du es zweifel nicht woanders hin machen? Also blau. Okay, jetzt ist das blau ist weg. Warum? Endlich blau, warte mal. Ja, genau. Oh! Oh! Ja! Du hast recht! Holy shit! Domi mit dem Master Brain Move hier, nice! Okay, wo kommen wir denn jetzt hin? Ja, so geht das dann! Alter, nice! Okay. Wir jetzt hin. Also ich kann jetzt von hier theoretisch mit blau ja eigentlich zurück.
Und wir wollen hier hin. Wird das freigeschaltet? Achso, ne, wenn wir da hinkommen würden, dann wäre es ja auch egal, ob es freigeschaltet ist oder nicht. Warte mal, wenn ich jetzt... Jetzt muss ich halt schauen, dass ich irgendwie so die Portale setze, dass ich dann, glaube ich, das Time-Portal aktiviere, dass ich dann da durchgehen kann. Ist ja auch eigentlich relativ egal, ne? Also ich kann jetzt einfach hier blau setzen. Oder nicht? Oder beides? So, dann ist das weg. Dann setze ich jetzt hier eins von beiden hin und dann... Achso, jetzt verschwindet es. Nee. Achso, warte, hä? Das war hier die Gegenwart. Aus der Gegenwart geht's jetzt mit dem Portal nicht in die Zukunft. Warte, wo bin ich jetzt? Achso, Gegenwart. Ah, Gegenwart, Zukunft. Achso, ich muss aber hier ja eh hin. Aber ist ja auch egal, weil wenn ich da bin, dann bin ich eh am Ziel. Weil ich dann den Schalter drücken kann, kann hier durchgehen und komme dann hier hin. Aber dahin kommen muss ich ja hier... Nein, also... Muss ich ja hier, weil hier ist ja zu. Das ist ja egal. Ich muss nur irgendwie dahin kommen. Sonst muss ich doch eigentlich das Portal... behalten... Genau, ich muss es jetzt irgendwie an eine Stelle positionieren in dieser Welt. Zum Beispiel da. Ich darf da das zweite nicht benutzen, ne? Also am besten mache ich hier Linksklick hin. Ne, warte mal. Was ist ein Linksklick jetzt? Linksklick ist blau. Okay, ich lasse Linksklick in dieser Welt. Das geht, glaube ich, gar nicht, so wie ich es vorhabe, oder? Ich dachte, dass ich jetzt ein Portal hier lasse, nochmal zurückgehe. Aber ich glaube, ich brauche es auch gar nicht. Warte mal. Oder so. Blau. Orange. Orange. Blau. Was? Ach, scheiße. Nee, das geht ja gar nicht. Da gibt es ja in der anderen Welt kein Portal, deswegen funktioniert das nicht. Okay. Blau, orange. Jetzt könnte ich hier ein Portal machen. Kann hier hin. Oh! Und wir haben's! Oh mein Gott! Was zur Hölle? Take note. Because time portals exist in exactly the same location in both timelines, they can only be placed on surfaces which are intact in both the present and the future. Crazy stuff, man. Ah, so easy, mate, so easy. Okay, krass. This next chamber will involve the concept of momentum-based traveling through portals. You go in fast, you come out fast. Crazy. Simple enough. Genau, jetzt muss man es halt noch mit Timing, hat er ja schon gesagt, ne? Es kommt nicht nur darauf an, wo man es platziert, sondern auch wann. Weil du musst jetzt teilweise noch mit Timings arbeiten, dass du dann mit dem Schwung halt entsprechend irgendwie dich irgendwo hin katapultierst. Also richtig insane. Richtig insane. Aber das soll es auch erstmal für heute gewesen sein. Richtig cool. Also, das werde ich auf jeden Fall nochmal spielen. Und auch, na, wie heißt es denn? Wie heißt es denn? Wie heißt es denn? Die Gebäude mit den Gefühlen.
Buildings Have Feelings Too, genau. Das werden wir auf jeden Fall auch nochmal spielen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Richtig, richtig lustiger Stream heute. Mit Portal war es auf jeden Fall auch ein sehr knobelreicher Stream. War richtig cool. Euch eine gute Nacht. Wir sehen uns bestimmt nochmal am Wochenende wieder. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Macht's gut. Und gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.